Der schönste teilintegrierte von Hümer, wie ich finde. Mein Name ist Dominik von Virtual Campsite und heute geht es mal um den Hümer ML T780 mit einer Gesamtlänge von 7,89 m, einer Breite von 2,35 m sowie einer Gesamthöhe von 2,98 m. Und das ganz Besondere hier mit dem Wandaufbau Alu innen und außen und die Eingangstür, eine ganz spezielle Komforttür mit einem Maß von 65 cm in der Breite, zudem ein schlüsselloser Zugang und das Ganze mit einer Zuziehhilfe. Die hören wir uns jetzt auch gleich mal an, wie sich das Ganze anhört. Auch das Schloss hier ist schon brachial. Okay, das ist natürlich alles Zusatz, ist aber hier jetzt in dem Paket schon mit dabei. Über der Eingangstür einmal links Bedienpanel. Rechts befindet sich dann hier nochmal die Truma. Ja, auch echt schön verarbeitet. Selbstverständlich, wie sie es gehört bei Hümer. Das Möbeldekor, das nennt sich übrigens Velvet Ash. Und das Leder ist ein Napoli-Leder, so heißt es bei Hümer. Mercedes, klassisch, wie man es erkennt. Wunder. Also ich finde, das ist ein richtig wunderschönes Fahrzeug. Absolut gelungen mal wieder von Hümer. Und natürlich hast du hier an den Seiten auch noch einiges an Staufächern. Die zulässige Gesamtmasse beträgt 4430 Kilo und die zusätzliche Anhängelast, die beträgt 1450 Kilo. Also könntest du hier auch noch ganz entspannt ein Boot mitnehmen. Das Lichtkonzept auch hier im Hümer, phänomenal. Das Ganze auf vier Ebenen quasi. Mit indirekter Beleuchtung, mit externer Beleuchtung, mit Standardbeleuchtung. Alles mit dabei. Natürlich gibt es auch hier einen Tech Tower. Die Innenstehhöhe, die beträgt 1,98 m. Also auch für große Menschen absolut genial. Ist schon wirklich schön. Und die Dinette, die lässt sich tatsächlich auch nochmal umbauen zu einem zusätzlichen Bett. Ihr seht es recht gut hier in einem Tisch, der ist absenkbar und verschiebbar. Machen wir mal die Klappe hier auf. Da ist das Heizungsverteilersystem, ist es. Sowie links von Dometic der Wechselrichter. Ich habe jetzt gehofft, dass da ein bisschen Platz für Schuhe wäre. Ist leider nicht so. Zum Glück gibt es ja noch einiges hier an Klappen. Machen wir die nächste auf. Das sieht aber eher Batterie, das ist die Smart Batterie, auch Riesenanlage, also mit dem Fahrzeug könnt ihr natürlich mega lange autark stehen. Auch hier, das ist die EBL, da sind auch die ganzen Sicherungen drin. Ja, natürlich immer super wichtig, dass man da überall rankommt. Hier in der Schublade, da befindet sich auf jeden Fall Platz für Schuhe. Also Schuhe könnt ihr natürlich auch wieder mitnehmen, Adiletten im Urlaub ein Muss. Sonst finde ich das wirklich, das ganze Konzept hier richtig schön. Hier nochmal ein Spiegel. Und darunter befindet sich jetzt ein 32 Zoll Fernseher. Schauen wir mal, dass wir ihn hochfahren können. Ja, funktioniert. Geht auch tatsächlich relativ schnell. Das Einzige jetzt hier bei der Elsitz-Gruppe, du kannst dich jetzt nicht da so reinfläzen und Richtung Türe schauen. Das wäre ein bisschen unbequem, also sollte es in der Regel wirklich irgendwie auf den Fahrer- und Beifahrerstühlen sitzen, damit du einen guten Blick hast. Aber ja, super. Ist, vor allem hast du da wie das Gefühl, dass der ganze Raum komplett abgetrennt ist, dann wieder zur Küche. Du kannst ihn hier noch ein bisschen rausschieben, meine ich. Aber sonst ist natürlich genial, dass es einfach verräumt ist, das Ganze. Wenn du mal schauen willst, fahrst ihn wieder rein. Machst den Deckel wieder zu und man sieht ihn halt nicht auf Anhieb. Finde ich schon schön gelöst. Also muss man sagen, gefällt mir. Einfach Klappe zu. Das war's. Sieht schon edel aus, gell? Also das muss man sagen. Hier drüber befinden sich dann auch natürlich sämtliche Systeme für den Fernseher auch nochmal über die SAT-Anlage. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Küche an. Und was natürlich auffällt, wir haben hier ein Induktionskochfeld.
Das Ganze natürlich von der Firma Tedford, auch ein Zwei-Flammen-Gasherd. Also da kannst du wirklich einen großen Kochtopf draufstellen. Und wie gesagt, das Ganze mit Induktion geht halt verdammt schnell. Hier drüben eine 230 Volt Steckdose, zweimal USB, nochmal 230 Volt und direkt drüber ist, ja, jetzt auch nochmal 230 Volt. Also hier hast du auch noch die Möglichkeit, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, weiß der Geier was, alles anzuschließen. Die Mineralwerkstoffarbeitsplatte, die sieht ja nicht nur hochwertig aus, sondern es ist ja so ein Verbundswerkstoff, der aus einer Acrylmasse, gebundenen natürlichen Mineralien und ausgewählten Farbpigmenten besteht. Muss ich sagen, ist schon was Tolles. Gab es ja früher alles nicht, aber es macht halt einfach einen ganz anderen Eindruck, viel hochwertiger und ja, passt sehr gut da rein. Natürlich Besteckkasten. Alles natürlich auch mit einer Zuziehhilfe wieder. Ist natürlich auch zu erwarten. Also bei der Preiskategorie sollte man das schon verlangen dürfen. Links befindet sich jetzt nochmal so ein kleiner Apothekerauszug. Ganz nett für Gewürze und Öle. Passt auf jeden Fall. Hier drüben auch nochmal. Hier ist der Platz für Töpfe. Hier ist der Gasblock. Das Ganze natürlich bis maximal 15 Kilo zulappbar. Hier hängt es ein bisschen, kriegen wir trotzdem auf. Platz für Mülleimer ist da. Macht schon einen sehr, sehr, sehr einen robusten Eindruck, würde ich sagen. Und das ist jetzt der Tech Tower. Natürlich beidseitig zu öffnen. Das Ganze von Dometic mit einem Fassungsvolumen von 153 Liter. Schön ist natürlich auch, dass das Gefrierfach, dass das separat ist. Also hat sich hier auch nochmal wesentlich mehr Platz gefühlt. Und vor allem kannst du es halt von beiden Seiten öffnen. Also wenn du gerade beim Fernsehschauen bist, machst du es von der anderen Seite auf. Ich zeig's auch nochmal. Also es ist, ich mag es ja. Heutzutage ist es ja auch schon wieder fast Standard. Direkt darüber befindet sich dann der Backofen. Da könntest du mal schnell eine Tiefkühlpizza reinhauen, die ihr gerade hier noch aus dem Gefrierfach geholt habt. Direkt darunter auch nochmal eine kleine Schublade. Da ist auch das Backblech schon drinnen. Und direkt daneben befindet sich jetzt der erste Kleiderschrank mit Kleiderstange, natürlich mit einer Beleuchtung. Ja, doch recht großzügig. Und auch hier unten nochmal, also Platz hast natürlich ohne Ende und vor allem hast du auch hier in dem Fahrzeug mal wirklich eine Zuladung. Ich meine, die Zuladung beträgt so um die 1400 Kilogramm. Auch hier von Truma schon eine Klimaanlage und dennoch hast du hier eine Stehhöhe von 1,98 Meter. Phänomenal. Die Dusche, ein absolut wichtiger Punkt. Auch hier hast du eine perfekte Stehhöhe. Natürlich mit einem Fenster und einer Kleiderstange. Die Kleiderstange kannst du natürlich beim Duschen rausnehmen. Brause ist gerade keine dran. Hat wahrscheinlich jemand anders brauchen können. Ein Holzlattenrost, machen wir mal schnell weg. Das jetzt ist, und ihr habt hier auch nochmal, ja, 5 bis 10 cm, wo sie wirklich einsteigt in diese Wanne. Schon angenehm. Also hier hast du ausreichend Platz. Und das Schöne ist es, die Frischwassertankkapazität, die beträgt hier in dem Fahrzeug 180 Liter. Ich denke, sollte reichen für ein paar Tage zum Duschen, zum Händewaschen. Während der Fahrt machst du es hier einfach zu. Jetzt schau mal. Geht natürlich mit einer Hand alles ein bisschen strenger. Der Abwassertank, der fasst 150 Liter. Also da müsst ihr nicht sofort wieder zum Entleeren fahren. Dann schauen wir uns mal die Toilette an. Von Tedford eine Keramiktoilette. Natürlich alles Kassette. Oh mein Gott, da hat wirklich... Ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht sehen können. Da hat wirklich einer rein uriniert. Ich weiß nicht, was das für Fackels sind. Also, wie kann man denn hier in Sulzemoos bei einem Verkaufsfahrzeug einfach reinwieseln? Also,
Ich verstehe die Leute nicht. Es ist widerlich. Auf jeden Fall, das war der Kosmetikschrank, haben wir gesehen. Lichtschalter sind natürlich auch vorhanden. Sowie eine 230 Volt Steckdose. Waschbecken. Spiegel. Recht groß. Das geht ein bisschen ab. Einfach randrücken. Ja, hält auf jeden Fall wieder. Natürlich auch ein Riesenfenster hier oben, Dachfenster. Ich finde, es ist persönlich ein recht schönes Bad. Auch hier mit den zwei Kleiderhaken. Perfekt, was will man mehr? Reicht. Und jetzt kommen wir endlich, noch nicht ganz. Jetzt schauen wir uns erst noch hier den Kasten an. Ja, hier ist der Frischwassertank. Ein Riesensystem. Ja, wie gesagt, 180 Liter Frischwasser. Ja, meine Freunde, da geht was. Bevor wir uns jetzt halt hier uns dem Bett widmen, da ist natürlich die Leiter drin. Hier machen wir auch noch auf. Auch hier kommst du nochmal zum Tank ran. Kriegst natürlich leider jetzt nicht so viele Sachen hier unter. Aber dafür gibt es ja die Kleiderschränke links und rechts. Machen wir mal auf. Auch die haben hier die Beleuchtung. Ich weiß nicht warum, aber die muss man im Ein- und Ausschalten. Ich persönlich würde es schon schön finden, wenn das Ganze alles mit so einem Bewegungsmelder gehen würde. Aber dazu kann ich euch ja natürlich meine, nicht meine, aber die externe Schrankbeleuchtung empfehlen, die ich auch gekauft habe bei Amazon. Super zufrieden damit. Aber du hast hier wirklich Platz und das Schöne ist es, du kannst das Ganze auch von oben beladen. Gehst das einfach her, nimmst den Schniepel da und dann kannst du es einfach von oben auch reinhängen. Deine Klamotten, vor allem mit dem Gasdruck hier, ist es super einfach, also wirklich gigantisch. Übrigens die Beifahrerseite, die hat eine Länge von 2,7 Meter und die Fahrerseite von 2,5 Meter am Bettmaß. Auf beiden Seiten natürlich mit einem Fenster. Die Matratzen haben 90 cm in der Breite, passt aber auch hier nochmal, das ist tatsächlich schon mit dabei, legst es einfach hier drauf. Und dann verbreitest halt einfach das Bett. Dann hast du in der Mitte, ich meine, 2,2 Meter in der Gesamtlänge dann. Also du hast wirklich viel Platz. Und das Schöne ist, wenn du jetzt die Matratze runter tust und nimmst jetzt einfach nur das Brett. Das Brett kannst du jetzt vorne an sich auch draufstellen. Und dann hast du eine Art Beistelltisch hier im Schlafzimmer. Stellst es einfach hier drauf. Auch hier nochmal. Und eine Steckdose, kannst natürlich dein Handy aufladen, zweimal USB, sorry, dass ich so wackel, 230 Volt Steckdose, zweimal USB und natürlich ein 12 Volt Kfz-Anschluss, wobei, das braucht man doch heutzutage gar nicht mehr, also ich denke, das kann man langsam auch mal weglassen, hier die ganzen Kfz-Stecker, die braucht man nicht mehr. Aber auch hier hast du nochmal ausreichend Platz. Schau mal an. Also da kriegst du so viel mit unter. Ja, da fährst du ja die nächsten 2 Jahre weg. Auch hier nochmal ein Fernseher. Ist halt schön. Kann vorne und hinten jemand Fernseher schauen. Und das war's eigentlich auch schon wieder hier von dem Hümer. Es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, euch diesen schönen Camper zeigen zu dürfen. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr kostenlos den Kanal abonniert. Vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao, euer Dominik.